Robert, wir sagen herzlichen Glückwunsch zu einem verdienten Sieg, aber es war ein schwerer Sieg, weil beide Mannschaften schwer ins Spiel reingekommen sind. Ja, stimmt. Ich bin auch zufrieden, dass wir gewonnen haben. Ich finde, wir machen das über 60 Minuten, finde ich sehr, sehr gut oder okay. Ein paar Sachen, wie du sagst am Anfang, direkt drei, vier unnötige technische Fehler, zwei, drei Fehlwürfe, also gute Chancen. Und dann machen wir uns das Leben ein bisschen schwer. Wir können höher in Pause, in Führung gehen, finde ich. Direkt am Anfang der zweiten Halbzeit auch eine kurze. Wenn wir Überzahl sind, verlieren wir mit 2-0. Aber insgesamt finde ich trotzdem, wir dominieren das Spiel, kontrollieren das und ich bin sehr zufrieden mit der Leistung heute. Und du hast auch angesprochen, du hättest dir vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr am Ende gewünscht, aber ihr wart einfach vielleicht so dominant, dass es nicht möglich war? Ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr erwartet von einem Absteiger. Ich weiß auch, wie schwer das ist, immer, wenn man da unten steht, immer, das ist nicht so einfach, aber wie gesagt, ich finde, wir haben auch unsere Aufgabe sehr, sehr gut gemacht heute. Wir haben weiterhin gute Abwehr gespielt heute. Ein paar in der Mitte, die dürfen frei werfen. Aber sonst, wenn wir mit Körperkontakt spielen, diese Aggressivität, dann haben Mannschaften auch Probleme gegen unsere Abwehr. Und das war ein wichtiger Schlüssel zum Sieg heute. Und wir haben wieder, finde ich, einfach ein Tor gemacht über Gegenstoß. Dann macht es ein bisschen leichter für uns. Und wichtig auch, Ole Ramel hat man gesehen in der zweiten Hälfte, wie wichtig er noch ist. Er hat einen Haufen Tore geworfen, was auch gut natürlich fürs Ergebnis war. Ja, ich freue mich für Ole. Wieder ein gutes Spiel. Ich freue mich für Isa. Er hat auch 7-8 Tore, glaube ich. Gutes Spiel. Tümmi, fand ich, war wieder ein bisschen da. Alte Stärke. Ich freue mich für Jo Bayer, dass der 10, 15 Minuten super Abwehr gespielt hat. Auch ein Tor. Aber auch für die ganze Mannschaft, dass die immer sich gut als Mannschaft präsentieren, weil wir brauchen jedes Spiel in unserer Mannschaft, weil sonst haben wir Probleme und das machen die richtig, richtig gut. Und jetzt sind es noch drei Spiele, zwei Auswärtsspiele und dann der Abschluss zu Hause. Wetzlar Kiel sind zwei richtige Brocken. Wetzlar, habt ihr das Hinspiel verloren? Ja, nein, ich finde, wir haben auch zum Glück ein bisschen Kräfte verteilen können heute, weil wir haben drei Spiele in einer Woche und wir brauchen das gegen Wetzlar. Aber wir haben immer noch Ziele. Man sieht, dass die Jungs professionell sind. Die wollen das durchziehen bis zum Schluss. Und ich finde, wir haben auch eine Rechnung offen gegen Wetzlar, weil die haben uns hier vorgeführt. Da haben wir kaum Chance gehabt. So, wir wollen da ein bisschen Revanche und mit allen Mitteln versuchen, dieses Spiel auch zu gewinnen. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind sprachlos, auch ein bisschen enttäuscht vom Auftritt Ihrer Mannschaft. Trotzdem war sie lange mit dabei im Geschäft. Wie erklären Sie sich das dann trotzdem, dass dieses Niederlage so hoch ausfällt? Das zählt so aus, also am Anfang haben wir viele technische Fehler gemacht und vor allem dann die Torhüterleistung war unterschiedlich bei den beiden Mannschaften. Also wir haben insgesamt 5 Bälle gehalten, das ist Quote von 13%, das ist einfach zu wenig und so nach Gefühl hat Katze im Tor beim Erlangen deutlich mehr gehalten. Sie haben von außen auch alles probiert, aber Sie haben immer die leichten Fehler auch angesprochen. Kann man so in der Liga auch gar nicht bestehen? Nein, nicht mit diesem Auftritt, das ist schon klar. Aber trotzdem am Anfang zweite Halbzeit, wo wir gehen ganz offensiv in die Abwehr, das gelingt uns eigentlich ganz gut. Wir kommen dran, wir haben ein Spiel, 10, 12 Minuten lang. Aber also jeder Ball, der kommt auf Tor, ist drin. Also, und der von Guardiola von 13, 14 Meter, der reingeht unter Druck, das war eigentlich, ja, dann war das. Viele haben gesagt, das ist die letzte Chance vielleicht gegen Erlangen, weil es vielleicht auch der schwächste Gegner ist. Jetzt sind noch drei knallharte Spiele. Wie sehen Sie die Chance noch, dass der Klassenerhalt noch drin ist? Also es wird hoffentlich um die Punkte gespielt immer noch. Es gibt 6 Punkte, aber wir wissen schon, das Restprogramm für uns ist klar. Fangen an mit EHF Köpsiger-Görbingen und dann kommt Flensburg und Kiel zum Schluss. Aber die Spiele müssen erst gespielt werden und wir müssen vor allem anders auftreten als heute Abend. Ja, im Endeffekt muss man sagen, ein extrem bitterer Abend, eine extrem bittere Niederlage. Man hat euch angemerkt, ihr habt euch viel vorgenommen, dann ist es in der zweiten Hälfte so gar nicht mehr gelaufen. Gibt es da schon Erklärungen? Ja, Erklärungen sind immer direkt nach dem Spiel schwierig, aber ich glaube, wir sind schon sehr schlecht ins Spiel reingekommen. Wir hatten uns extrem viel vorgenommen, weil es vielleicht auf dem Papier unser einfachster Gegner war jetzt zum Schluss und wir noch mindestens 4 Punkte brauchen. Deshalb wussten wir, wie wichtig das Spiel war, wollten von Anfang an hier ein Zeichen setzen und das ist uns nicht gelungen, sondern wir sind von Anfang an hinterhergelaufen. Ja, kommen dann in der zweiten Halbzeit nochmal auf ein Tor ran, aber das hat dann auch viel Kräfte gekostet. Dann hatten wir immer wieder Probleme auch mit Verletzungen, wo kurzfristige Ausfälle da waren und das haben wir bis hinten raus nicht mehr geschafft, dagegen zu halten. Du hast es angesprochen, ihr wart eigentlich immer dran. Ist es so ein Spiegelbild der Saison vielleicht, dass man dran ist und dass es dann doch nicht ganz langt?
Ja gut, letztendlich war es am Ende dann doch nicht das ganz enge Spiel, die wir in letzter Zeit einfach oft knapp verloren haben. Erlangen hat eine gute Mannschaft, wir haben vor allem die Punkte gegen die direkten Konkurrenten verloren oder nicht geholt. Ja, ich denke, total bitter heute, weil wir wirklich auch die Chance hatten. Ich glaube, Erlangen ist am Anfang auch nicht so ganz konzentriert gestartet. Umso bitterer war es, dass wir einfach nicht auf der Höhe waren heute. 4 Punkte, die Spiele werden immer weniger, muss man sagen. Wenn man das Restprogramm anschaut, Mensch, das war es vielleicht heute? Ja, das war es noch nicht. Wir glauben immer noch dran, aber natürlich wissen wir, wie schwierig es wird. Und es wäre jetzt schon ein kleines Wunder, wenn wir es noch schaffen. Wir werden jetzt wieder uns voll drauf auf Göppingen konzentrieren, hoffen, dass wir daheim eine Chance haben. Jetzt vielleicht auch im Hinblick auf den EHF-Pokalsieg von Göppingen, dass die noch nicht ganz so bereit sind. Aber natürlich, wenn man noch gegen Göppingen, Flensburg und Kiel spielt und noch 4 Punkte braucht, als Barling ist es nicht selbstverständlich, dass man da noch 4 Punkte holt. Martin, wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ein Heimsieg, vorletztes Heimspiel auch. Wie wichtig war das in der eigenen Arena, dass ihr Barling so deutlich am Ende geschlagen habt? Ja, vielleicht für uns war nicht so wichtig, dieses Spiel, wie für Balingen, aber wir haben gemacht alles heute und wir haben gut gespielt, weil wir geschenken kein 2 Punkte für niemanden. Das war heute gut, dass wir haben gespielt 100% und wir haben gegeben alles. Trotzdem habt ihr euch am Anfang auch ein bisschen schwerer getan, hat man gemerkt. Für Balingen ging es um alles, die kämpfen gegen den Abstieg. Ja klar, sie brauchen Punkte, aber na, wir waren heute eine bessere Mannschaft und wir haben gewonnen. Ja. Jetzt geht es ja gleich weiter, 3 Spiele fast in einer Woche. Merkt man es an der Kraft ein bisschen oder geht es noch? Ja, ich spiele jetzt alleine in meiner Position. Chris Bissell ist verletzt. Ja, es sind jetzt 3 Spiele in einer Woche, das ja vielleicht ist viel, aber wir sind gut Vorbereitung und wir gehen gut jetzt in Wetzlar. Ja, ist einfach andere ist ein anderes Spiel kommt, aber ein bisschen starke Mannschaft. Ja, aber wir kämpfen bis Ende. Gegen Wetzlar habt ihr das Hinspiel verloren. Ein bisschen Revanche noch, dass ihr da gewinnen wollt auf jeden Fall? War nicht unser bestes Spiel gegen Wetzlar zu Hause. Und ja, wir können alles den Besten machen und hoffe, dass wir können gewinnen dieses Spiel und 2 Punkte kriegen. Ole Ramel kam, sah, warf und siegte, kann man so sagen. Ein bisschen zweite Hälfte ist richtig gut für euch gelaufen und dann auch ein deutlicher Sieg im Endeffekt. Ja, doch, ich denke, wir sind gut aus der Kabine gekommen diesmal im Gegensatz zum letzten Spiel und haben dann geschafft, mit schnellen, einfachen Toren heute den Sack zuzumachen und dann wird es natürlich für Barling extrem schwer. Wie viel Genugtuung ist auf deiner Seite mit dabei? Dich hat man recht wenig gesehen in letzter Zeit auf der Platte. Ja, ich war zuletzt krank, eine Woche aus dem Training raus. Dann ist es natürlich schwer, erstmal wieder reinzukommen. Und ja, macht dann natürlich einfach unfassbar viel Spaß, mal wieder hier zu Hause spielen zu dürfen. Ich glaube, es ist jetzt echt schon fast ein Monat her, dass ich hier zu Hause mal wieder auf der Platte stand, gefühlt zumindest. Und ja, geile Stimmung, gutes Spiel. Ja, hoffentlich wird es beim letzten ähnlich. Vorletzte Mal Abschiedstour. Wie wehmütig ist man schon? Wie emotional ist man? Oder lässt du es noch gar nicht an dich ran? Weil ja, es gibt ja noch ein paar Spiele. Ja, doch, mehr oder weniger läuft der Countdown ja schon und man weiß, man hat so noch so 2,5 Wochen und dann ist die Saison vorbei und man verabschiedet sich in Urlaub. Ja, also man versucht natürlich die Zeit jetzt noch auszukosten mit den Jungs und Spaß zu haben und solche Spiele wie heute zu spielen. 2 Auswärtsspiele jetzt, Wetzlar und dann Kiel. Schwere Aufgaben mit Sicherheit. Wetzlar hat das Hinspiel verloren, da gilt es Revanche zu nehmen. Ja, ich denke, da ist noch was wieder gut zu machen aus dem Hinspiel. Da haben wir, glaube ich, unsere höchste Heimniederlage überhaupt jemals hier in der Arena kassiert und da wollen wir auf jeden Fall alles reinhauen. Ist natürlich jetzt das 3. Spiel in 6 Tagen und das ist auch nicht ohne, das darf man nicht unterschätzen. Wir werden trotzdem versuchen, alles da Mögliche reinzuwerfen und dort 2 Punkte mitzunehmen. Denkt man an das 2. Spiel, Auswärtsspiel dann auch schon, das ist ja dein neuer Arbeitgeber oder ist es auch noch total kalt und du lässt es auf dich zukommen? Ja, das ist ja mehr oder weniger ein Geschenk, das ist ja das einfachste Spiel des Jahres. Da fährt man hin, um Spaß am Handball zu haben, vor 10.000 Leuten zu spielen und ohne jeglichen Druck. Ich freue mich natürlich auch persönlich auf den direkten Vergleich, auf die Atmosphäre und jetzt ist wie gesagt aber erstmal die Wiedergutmachung am Samstag gegen Wetzlar. Nochmal zum Spiel heute, habt ihr auch gemerkt, für Balingen ging es um alles, die sind wahrscheinlich durch, also nach unten. War extrem schwer da auch reinzukommen, es war irgendwie kein schönes Spiel zum Anschauen?
ja, sehr zerfahren, sehr nervöses Spiel zu Beginn. Für die Zuschauer, glaube ich, erste Halbzeit ein bisschen unansehnlich. Aber dann haben wir es nochmal gefunden, in unser eigenes Spiel gefunden und uns nicht irgendwie das Spiel vom Gegner aufdrücken lassen in der zweiten Halbzeit. Und das war entscheidend dann heute für den deutlichen Sieg.